liebe Leute, willkommen zu dem Video. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gesehen. Alter. Und auf dem Thumbnail. Es geht wieder nach Italien. Mit den anderen zwei Banditen hinter mir. Ich bin eher allein unterwegs, wir sind zu dritt unterwegs. Wer die anderen beiden haben, das ist so gleich ein extra Video. Wir sind jetzt, ja, nicht ganz die Hälfte unterwegs. Seit 2 Stunden haben wir schon unterwegs. Felbertown, da müssen wir jetzt durch. Und dann haben wir nur ein bisschen was. Wir fahren jetzt nur gute 4 Stunden. Wir haben jetzt nur 2 Sachen geplant. Vielleicht sogar 3 Sachen, aber da lassen wir uns auch mal überraschen. Mal schauen, was kommt. Es wird ein Mehrteiler werden wahrscheinlich. Wir sind jetzt bei der Runterfahrt. Masse haben wir auch gehabt im Wetter. Aktuell schaut es so schwer aus. Das soll sich den nächsten Tag ändern. Aber schauen wir mal. Dann einmal Abfahrt hier. So, und dann einmal rauf auf den Stallersattel. Ah ja, was ich noch vergessen habe zum Verzeihen. Wir haben jeden Tag woanders da, heute ist Mittwoch, wir haben bis zum Sonntag da. Unterkünfte haben wir uns nur so Ferienbuden gekauft, ja, nichts Besonderes, habt ihr zum Übernachten. Ist jetzt nichts Spektakuläres. Ich war letztes Jahr, oder vor 2 Jahren, na letztes Jahr, glaube ich, war ich schon mal da. Da haben wir aber leider nicht alles fahren können, weil wegen einer Baustelle und wir haben uns nicht so gut auskennt gehabt. Da haben wir uns dieses Jahr ein bisschen mehr vorgenommen. Ein bisschen mehr zum Fahren, ich bin einmal gespannt. Am größten Teil, was wir jetzt den nächsten Tag fahren, das weiß ich selber noch nicht. Aber schauen wir mal. Man merkt, es wird ein bisschen frischer. Aber geil, Alter. Da auf einzelne Bäume, Baumgrenze. Boah, ist fett, gefällt mir richtig gut. Was ich halt immer so saugeil finde, ist, wenn du bei der Baumgrenze oder noch drüber bist. Hey! Sieh an, sieh an, sieh an. Ist schon fett. Ah ja. 15 Minuten offen und dann zu. Abfahrt nach Italien. Ja, da haben wir Österreich eh relativ gut überstanden. Ging auch relativ flott, meiner Meinung nach. Doch, ist geil. So, 10 Minuten warten und dann geht's weiter. Komm ich da jetzt wieder hoch am besten? Oh. So, ich hoffe, das nimmt hier alles auf. Nö. So, leider hat die GoPro an Stallersattel runter nicht aufgenommen gehabt, weil der Akku leer war. Den habe ich jetzt gewechselt gehabt. Jetzt wird sie an Praxer Wilzi senken. Da waren wir kurz, haben wir Kleinigkeit gegessen, bisschen blöd geschaut. Und jetzt fahren wir langsam zur ersten Wohnung, zur ersten Übernachtung. Und dann schauen wir mal, ob wir halt vielleicht noch ein bisschen was auch schon mitnehmen können. Oder ob das erste Morgen losgeht. Interessiert ja nichts. So Leute, bevor wir in die Wohnung fahren, wir sind schon auf dem Weg dahin. Haben wir uns entschieden gehabt, weil es eh auf dem Weg liegt zu unserer Unterkunft, dass wir nun mal das Schotterding, die Schotterstichstraße, was das ist, die nehmen wir heute noch mit, jetzt nochmal geacht. Anscheinend ist auch ein Vorbohrjahr ein Murenabgang über die Straße gegangen und dass wir da nicht mehr weiterfahren können. Und dann schauen wir mal, ob die Straße was ist. Herrlich. Ja, einfach mal Zeit lassen. Mal nicht so hektisch. Mal entschleunigen. Oh, cool. Ja.
Eine Ewigkeit später. GoPro läuft und die läuft auch. Dann einmal synchronisiert. ABS leuchtet gut, dann schauen wir mal. Genau, der heutige Offroad-Part und danach geht es dann in die Bude. Also sowas bin ich auch noch nie gefahren. Richtig geil, jetzt kommt es drauf an. Links oder geradeaus? Ich glaube geradeaus. Geradeaus, oder? Das ist eine offizielle Straße hier, oder? Ach so, war ja. Ja, Arsch, brutal, hey. Ah ja, okay. Uiuiuiuiuiui. Ah, erster Murenabgang. I see. Oh. Links oder geradeaus? Weiß keiner. Oh, ja. Ah, ich weiß ja nicht. Das war not good. Ja, schauen wir mal zu. Ich guck mal. Moment. Ja, da ist da vorne ein kleines Ding, aber besser wie da. Sie ist warm. Wenn sie warm ist, mag sie nicht. Ah, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das lassen wir. Wenn wir jetzt, wenn ich ein Ersatzbike dabei hätte und vielleicht einen Werkzeugwagen, dann ja, aber so nicht. Nee, das lassen wir. Ja, Leute, dann war es das mit diesem Video. Wir fahren jetzt zurück. Oh, was möchte ich denn jetzt hier? Auf der hinten Krone. Ah ja, hätte ich fast vergessen. Also wir fahren jetzt erst einmal zur Ferienwohnung hin und mal einchecken lassen, weil da waren wir ja noch gar nicht. Ich blende euch jetzt einmal kurz eine Karte ein, was wir halt gefahren haben mit ein paar Statistiken, die seht ihr jetzt. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Mit dieser schönen Aussicht verabschiede ich mich für dieses Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ride safe und brav bleiben.